Und damit ein herzliches Willkommen bei mir, The Rocks mit Let's Play Dead Space. Ich stehe immer noch vor diesem Speicherpunkt, hatte nicht gespeichert, jetzt habe ich gespeichert und wir gehen direkt weiter, ohne großes Tamtam. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Achtung, variable Schwerkraft, ich sehe schon. So, nur sicherheitshalber. Trennen wir die Köpfe. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh Gott. Was ist das? Sieht aus, als würde es leben. Wow. Maris zu Brei, danke. Was schwebt da jetzt im Kopf? Keine Ahnung. Muss ich da runter? Wo muss ich hin? Ach so! Geh weg. Geh weg, lass mich in Ruhe. F. Ach so. Oh ja, klar, in dem Moment hört die Stase auf. Generatormodul angebracht. Gut, dass ich noch so einen Kern dabei. Moment mal, müsste nicht hier irgendwo eine Ladestation dafür sein? Ich meine, für den Fall, das ist halt. Wie in meinem Fall schief geht. Aber was ist, wenn ich jetzt keins dabei habe? Was mache ich dann? Ich kann man treten, das bringt nichts. Was wuchert denn daraus? Das war die Hand. Von dem Vieh. Okay. Schauen, gibt es hier eine Ladestation? Auch nicht. Das wird mich jetzt mal aber echt interessieren. Ich meine, hallo? Ich habe jetzt durch Zufall immer eins dabei. Oder ist da eins drin? Oh, jetzt. Ich wollte gerade sagen. Nicht weg. Und Plasma-Energie voll. Gut. Was machen wir denn jetzt? Na gut, nimm halt das, was ich hab. So, jetzt gut. War da nicht eins rausgekommen? Ist doch nicht allein, oder? Komme ich nicht dran.
Aber wie ging das jetzt mit dem Springen nochmal? Da wieder rein, oder wie? Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Wie kann ich jetzt nochmal? Ich muss auch irgendwie darüber kommen. Bums. Jetzt bin ich echt ein bisschen am Rätseln hier. Ich meine, gut, hätte ich jetzt die Reichweite erhöht, wäre halt fraglich, ob ich da dran gekommen wäre, aber. Was ist jetzt mit dem? Wollen wir gerade nachschauen. Tut mir leid. Steuerung. Zielmodus. Steuerung rechts. Aha. Da hätten wir auch das Ding zum Aufladen. Es kommt davon, wenn man die Steuerung vergisst. Generatormodul angebracht. Zentrifugenantrieb wiederhergestellt. Das ist wie hässlich. Ich will es mir trotzdem aus der Nähe anschauen. Besser ist das. So, haben wir hier irgendwas? Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Schneller. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Den Antrieb, keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Matsch. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich wird mit planetarer Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Da waren wir Matsch. Ich hab's mir schon gedacht. Okay, wir müssen irgendwie darüber rennen wohl. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Wow. Kann man das Ding nicht verlangsamen? Kann man nicht. Geht's natürlich auch.
schon mal hier. Auf. Ende des Vakuums. Puh. Da haben wir es ja noch geschafft. So, speichern wir den Punkt mal. Einfach sicherheitshalber. Ja, überschreiben. Sesam, öffne dich bitte wieder. Was ist das? Ist das? Oh, jetzt wissen wir, was aus diesen Scheißrohren kommt. Alles klar. Die ist von rechts gekommen, ist nur links gelaufen. Wo ist es hin? Die Musik war jetzt übertrieben. War sowas von übertrieben. Okay, wieder nach oben. Ich hätte jetzt gerne so eine schöne Fahrstuhlmusik. Okay, kommt da nochmal was? Weil dieses Zeug rumliegen. So, gibt es hier keine Straße? Geschichte? Nee. Ja, von links sind wir ja gerade gekommen. Also müssen wir jetzt in den Maschinenbereich. Schauen wir mal gerade in den Shop. Vielleicht gibt es was Neues mittlerweile. Nee. Aber wir haben jede Menge. So, wo haben wir den Halbleiter da? Verkaufen, ja. Medipack klein verkaufen. Kunststoffflammenwerfer. Wenig Waffen, Munition jetzt für den Cutter. Huch. Ich wollte Cutter-Munition kaufen. Gut, das müsste erstmal reichen. Hoffentlich. Und auch in den Maschinenbereich. Gott.
Gar nichts Schlimmes. Das Vieh lebt noch. Sind irgendwie seltenst tot. Was haben wir hier? Klo. Okay, mein Chat hat sich gerade von Twitch aufgehangen. Also wenn ihr schreibt, tut mir leid, wenn ich nicht antworte. Oh, jetzt habe ich aus Versehen weggeklickt. Wo gehe ich da nochmal drauf zu? Nee, nicht Maschine. Nee, das waren die Aufgaben. Doch richtig gesehen. Leuchtet hier noch irgendwo was? Aber nicht. Gut, dann nutzen wir die Werkbank noch einmal. Wir haben hier wieder einen Knoten. Ja, für den Cutter. Dann wird ihr Tempo 2 Sekunden erhöht. Brauchen wir zu viele gerade. Wir machen mal eins ins Chinese-Modul. Mal schauen, was es bringt. Ja, auch immer wieder fragen, warum sind da Credits drin? Bei Fuß. Ups, Missklick. Eieiei, bin ich wieder angespannt. Deswegen rede ich gerade so wenig, das tut mir leid. Sollte ich nicht antworten, wie gesagt, ich wiederhole es nur nochmal für die Twitch-Leute. Mein Chat hat sich komplett aufgehangen. Ich jetzt erst dahin oder muss ich jetzt hier? Tanksequenz aktiviert.
Was geht jetzt? Okay. So, dann haben wir den Flammenwerfer auch mal gesehen. Und jetzt will ich aber mal gucken, was das damit auf sich hat. Kollege. Ja, das ist so einfach gerade. Brenne! Boah. Toll. Damit wäre es einfacher geworden. Können wir jetzt wieder rüber, oder? Nee. Gut. Also gut finde ich das jetzt nicht, aber gut zu wissen, dass wir nicht rüberkommen. Mal ehrlich, wer hat sich das ausgedacht, alles so verwinkelt zu bauen? In weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Denvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Temple out. Also Manipulation. Am Arbeitsplatz. Warum habe ich gerade mit sowas gerechnet?
Okay, Stase-Pack ist voll. Ist ja kein Problem. Zeige es sowieso gleich um. Das weg. Was habe ich denn jetzt aufgehoben? Oh, falscher Knopf. Nochmal falscher Knopf. Ich will das andere da. Danke. So. Gut, hier haben wir eine Speicherstation und ihr wisst, was das bedeutet. Ich hoffe, euch hat auch dieses weiteres Kapitel gefallen. Wieder. Es überschlagen sich einfach die Ereignisse. Es ist schon grausam, was da scheinbar passiert ist, was so bekloppte Sekten wieder vorhaben. Seid auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Dead Space. Ciao.